Bin ich froh, wenn wir Schneewittchen abgeliefert haben. Und Reed erstmal. Hab seine Leute beim Hubschrauber gesehen. Er ist sicher ungeduldig. Colonel, ich habe uns so schnell es ging hergebracht. Ja, Oscar. Aber Tom Reed ist einfach kein geduldiger Mann. Colonel, ich will ja nicht drängeln, aber ich würde gerne mal über das Geld reden. Ich dachte, Corbin würde das regeln. Nun ja, es gab ja diese Änderung. Zusätzliche Passagiere mit zusätzlicher Ausrüstung und dann noch ein längerer Flug. Oscar, sprechen Sie doch mit Mr. Reed, wenn wir ihn sehen. Er kümmert sich um Sie. Es war klar, dass jemand mit Sam sprechen wollte. Das war der Grund dafür, dass Sie ihm mit Corbin eine Falle gestellt haben. Das war der Grund für seinen unfreiwilligen Heimflug. Er musste gefügig sein, als Sie ihn auf Ihren kleinen Privatflugplatz im Blue Ridge-Gebirge brachten. Hätten Sie ihn nicht betäubt, hätte er Ihnen den ganzen Laden mit bloßen Händen auseinandergenommen. Er ist wach. Benzin ist teuer. Colonel Prentice, Major Robertson, uns bleibt keine Zeit für Smalltalk. Gemäß Zeitplan müssen Ihre Männer abrücken. Es läuft alles wie geplant, Director Reed. Sie werden seit 0900 verlegt. Gut. Sehen Sie zu, dass alles glatt läuft. Ich treffe die Vorbereitungen bei Third Echelon. Auf unserer Seite läuft alles glatt. Habe ich nie angezweifelt. Meine Herren, entschuldigen Sie uns bitte. Ich muss kurz mit Frau Grimstad hier sprechen. Es gibt da noch eine Unklarheit. Natürlich. Major? Gut. Fischer gehört dir, Anna. Du hast ihn auf Malta eingepackt, du darfst ihn auch wieder auspacken. Finde raus, was er über die EMPs weiß, wieso er es weiß und warum er unserem Freund Corbin wehgetan hat. Könnte eine Weile dauern. Er wurde ausgebildet, um Verhören standzuhalten. Setz ein, was nötig ist. Drogen, Gewalt, mir egal. Beschaff die Antworten und lass ihn verschwinden. Sei diesmal nur etwas gründlicher. Ich versuche dran zu denken. Sonst noch was? Sieh zu, dass du anfängst. Ruf an, wenn es Neuigkeiten gibt. Ich bin im Hauptquartier. Hör zu. Ich arbeite für Präsidentin Caldwell als Maulwurf bei Third Echelon. Reed ist der neue Director. Er arbeitet mit unseren Gastgebern, der Privatarmee namens Black Arrow, zusammen. Sie schmuggeln russische EMP-Technik über Malta ins Land. Und Reed blockiert sämtliche Ermittlungen in diese Richtung. Er pusht der Präsidentin rein. Reed bekommt von einer sehr einflussreichen Stelle Rückendeckung. Die Präsidentin kommt nicht weiter. Wir wissen, dass diese Leute was Übles im Schilde führen. Aber wir wissen weder, wann es losgeht, noch was es sein wird. Aha. Hilf du ihr doch. Ist doch sicher schön, mal wieder aus dem Büro zu kommen. Lass das. Ich brauche dich. Sobald ich was unternehme, fliegt meine Tarnung auf. Du gehörst nicht mehr dazu. Du kannst tun, was du willst. Nein, ich mache sowas schon lange nicht mehr. Erzähl das den Jungs, die du auf Malta umgelegt hast. Sie müssen glauben, dass du mich angegriffen hast und geflohen bist, sonst bin ich erledigt. Schlag mich. Sorg dafür, dass es echt aussieht, Sam. Grim, nur zur Erinnerung. Ich bin raus aus dem Spiel. Bist du nicht. Ein Wort über sie und du warst wieder am Start. Nur ein Wort über Sarah und du warst gleich wieder mittendrin. Was weißt du über sie? Ich weiß, dass sie lebt. Wie ist das für den Anfang? Sie ist tot. Lambert hat es mir gesagt und sein Wort zählt deutlich mehr als deins. Sie lebt und ich weiß, wo sie ist. Ich wusste es die ganze Zeit. Du lügst. Warum sollte ich dir glauben? Ganz einfach, weil meine Leute sie haben. Wenn du mir hilfst, siehst du sie wieder. Wenn nicht, kann ich nichts für sie tun. Lüg mich nicht an. Ich werde dich töten. Hast du verstanden? Ich werde dich töten. Ach, Sam. Ich lüge dich jetzt schon seit Jahren an. Okay, ich...
Okay, das reicht. Gut gemacht. Als Maul. Hier. Mein Auto parkt draußen vorm Tor. Ist ein roter T-208. Hab seinen GPS-Chip deaktiviert, damit Third Echelon ihn nicht orten kann. Nimm die Schwanenhalskamera, sie ist mit diesem Telefon verbunden. Das Signal ist verschlüsselt. Für den Fall, dass du einsam wirst? Damit ich ein Telefonat mit Sarah arrangieren kann, um dir zu beweisen, dass sie am Leben ist und es ihr gut geht. Verschwinde jetzt von hier. Draußen liegt C4. Schnapp's dir, könnte nützlich werden. Melde dich, sobald du's hast. Und was ist mit der Knarre? Ziel damit nicht auf die Falschen. Oh, keine Sorge. Im Vergleich zu anderen Splinter Cell-Teilen ist hier die Story einfach viel geiler. Einfach viel genialer inszeniert. Na gut, die Story ist auch viel persönlicher als in den anderen Teilen. Da ging es immer um Terroristen, die Welt retten. Hier geht's um Rache und die Welt retten. Kuckuck. Was zur... Wieso hat er den nicht markiert? Willst du mich verarschen? Ich hab den markiert, aber nö. Egal. Grim, ich hab das Paket. Gut, hör mir zu. Die können mein Auto zwar nicht mehr mittels GPS orten, brauchen das aber auch gar nicht zu tun, weil sie einen Hubschrauber haben. Die ballern mich einfach von der Straße. Wir sind so weit draußen, dass es kein Schwein mitbekommen würde. Du musst den Hubschrauber also vorher ausschalten. Alles klar. Ihr sollt mit der Zündung aber noch etwas warten. Sam nimmt natürlich nicht die Treppe. Sorry. Da steht einer, zwei, drei, vier, fünf Stück. Fünf oder sechs, glaube ich. Schauen wir uns erstmal den Typ hier. Huss, hier kommt einer hoch. Das hat einen Haufen Krach gemacht, so einen richtig lauten Klang. Kein Schwein hat's gehört. Kein Lichtschalter? Nicht cool. Oh Mann, verdammt, was ist hier passiert? Ich will den im Nahkampf killen. Du machst einen riesen Fehler, Mann. Ich werde dich finden, egal wo du bist. Du kommst jetzt besser raus, sonst werde ich sauer. Ach Quatsch, ich warte einfach hier. Pot. Gib auf, ich weiß, dass du hier irgendwo bist. So, entweder verkackt mein Surround oder da sind zwei Gegner. Ich denke eher, mein Surround verkackt. Headset sowieso umtauschen will. Los, komm raus! Ich bin hier! Lass mich nicht nach dir suchen müssen! Aus! Haben wir's jetzt? Ja. Grim, ich habe mich um den Hubschrauber gekümmert. Jetzt ist das Stromnetz an der Reihe. Okay, die Jungs von Black Arrow haben ganz schön dran rumgefrickelt, als sie den zivilen Flugplatz für ihre Zwecke umgebaut haben. Dann ist es überlastet und instabil. Die Stromrelais sind vermutlich die Schwachstelle. Wo finde ich sie? In einer der Baracken wurde eins installiert. Es ist im Gebäude. Da werde ich mein Glück versuchen. Endlich gescheite Waffen.
So, die MP446 und die MP5. Die könnte ich gebrauchen, falls ich das verkacke. Falls ich meine Stealth-Taktik verkacke, brauche ich die MP5. Und zwar Feuerkraft-Update, ganz wichtig bei dem Ding. Genauigkeit, die ist so schon genau genug für den Anfang. Hier wieder mal ein Beispiel für die ultra schlechte Performance. Ich habe 25 Frames gerade. Anti-Aliasing ist komplett aus. Nee. Da läuft Battlefield 3 echt besser. Auf höheren Einstellungen. Mit besserer Grafik. Nebenbei ist das hier eine Unreal Engine. Und Unreal Engine ist eigentlich immer ziemlich... Nicht so viel labern, Mann! Verdammte Scheiße. Ich bin so tot. Bewegung, Bewegung, los! Komm raus, du Arsch! Nur zur Info, so spielt man keinen Splinter Cell. Scheiße. Diesmal machen wir keine Gefangenen, so schnell wie möglich finden. Ah, hier ist noch einer, ich weiß es doch. Verstecken, abhauen, fliehen, fallen! Also ein perfektes Beispiel, wie man Splinter Cell nicht spielt. Dachte ich mir, du bist zu feige, um zu kämpfen. Halt die Schnauze. Der Hurensohn. Da hinten. Du wärst nicht der Erste, der unter den Scheltern begraben wird. Was sagst du jetzt? Oh. Au! Dummes Arschloch. Ja, die Steuerung ist leicht beschissen. Statt man, dass man einfach nur Shift gedrückt halten muss zum Rennen, muss man es einmal drücken und das verwirrt teilweise so abartig. Normalerweise würde ich mich einfach hinten rüber schleichen, Gegnern einfach ausweichen, mich dann komplett durchschleichen bis zum Ende und erst am Ende wahrscheinlich alle umbringen. Aber egal. Mal ganz ehrlich, ein komplett perfektes Playthrough wäre doch langweilig. Das wäre dann eher ein Walkthrough und sowas will ich nicht machen. Was meinst du rein? Ich bin draußen, du Vollidiot. Splittergranate, nice. Das funktioniert nicht, du Penner! Wir bleiben, wo wir sind! Normalerweise würde ich mich hier vorbeischleichen, hintenrum an das Fenster, was ich jetzt auch mache, mich hier hinschleichen. Da rein! Also ich würde hierher kommen, ohne dass mich irgendjemand sieht. Eine Blendgranate reinwerfen, da sind normalerweise drei Leute drin, die töte ich alle. Scheiße, da werden wir mit Sicherheit nicht reingehen. Hat er jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte, aber egal. Granate, volle Deckung!
Normalerweise sind hier drei Leute, einer steht so am Fenster, den kann ich als Geisel nehmen und dann... Sauber. Naja, wie auch immer. Ich hab sie alle gekillt. Wenn alles nach Plan gegangen wäre, würden jetzt alle an Grand kommen. Und ich würde mich einfach hier drin verschanzen oder da um die Ecke gehen und einfach alle abballern mit der MP5. Gute Arbeit, Sam. Und jetzt zu meinem Auto. Es steht vor dem Tor, etwas abseits. Doch so kommst du nicht weit. Was hast du mir nicht gesagt? Es gibt eine Satellitenschüssel mit einer Verbindung zu einem privaten Spionageflugzeug. Setz C4 ein und schalte sie aus. Ich dachte, dein Auto sei sauber. Naja, das ist es auch. Aber wenn sie dich sehen können, hilft dir das auch nicht weiter. Denk mal drüber nach, ob du mir nicht noch was verschwiegen hast. Die Diegel, brauche ich den noch oder brauche ich den nicht? Nee, benutze ich eigentlich nicht mehr. Vielleicht einmal noch im Spiel später. Bis dahin kann ich die eh pimpen. Alles, was ich brauche. Nice. Halt still. Oder geh weg, wie auch immer. Ich muss den ganzen beschissenen Flugplatz absuchen. Komm raus! Klappe. Wow. Na komm, sag mir, was du drauf hast. Vorwärts! Na los, gegenseitig sichern. Schalt ihn aus. Haltet ihn ins Dach, ich geh rein. Ich geh hier raus. Einer. Nice. Wie der perfekt Headshots austeilen kann, unter der Achsel durch, drei Stück hintereinander. Mal im Ernst. Und der Schwierigkeitsgrad nennt sich realistisch. Deine Mutter ist auch Privatgelände. Ich brauche Nahkampfkill. Also ich markiere mir die beiden einfach mal. Ich kann den Grund für die Störung nicht finden. Haltet die Augen offen, falls nochmal was passiert. Ja, nice. Komm ruhig her. Sei nicht feige! Komm endlich raus! Oh, Scheiße. Wer ihn sieht, ruft die anderen. Ah, fuck. Scheißdreck. Kommst du, ich fall darauf rein? Bist. Jetzt bin ich beleidigt. Kannst dich nicht ewig verstecken. Wenn es sein muss, dreh. Jetzt wird's riskant. Nice. Ah, ich kann's immer noch. Ja. Ach du Scheiße. Wobei er sich im ersten Teil von Splinter Cell schon beschwert hat, dass er alt ist. Die deutsche Synchronstimme von dem ist übrigens die von Nicolas Cage. Weißt du, so spielt man Splinter Cell. Schön leise. Nicht so wie vorhin. Obwohl es in Conviction mehr oder weniger auch klappt. Gut, bringen wir dich raus. Mein Auto steht vor dem Tor. Die Autos, die dir folgen, könnten alle dahinter. Das ist kein Zufall. Zerstöre das Sicherheitssystem und sie sitzen hier fest. Achtung, Achtung, Achtung an alle Einzelnen. Glück habe ich nicht festgehalten. Auf dem Gelände befindet sich ein entflohener Häftling. Was soll der Scheiß? Er ist bewaffnet und gefährlich. Umgehend alle Posten besetzen. Wir haben die Erlaubnis, das Feuer zu eröffnen. Scheiße, Fischer wird erfinderisch. Lasst uns den Flugplatz zurückerobern. Alles klar, Leute? Dreh dich bitte um oder komm hier rüber. Eins von beiden. Verstecken hast du dich getäuscht. Der Flugplatz ist zu klein dafür.
Der Gefangene ja, ist fein. Auf der Flucht. Nein, weiter, weiter, weiter. Perfekt. Das ist scheiße, Mann! Ach komm, ich geh in Nahkampf. Ist viel lustiger. Du bist ja lustig, Fischer! Bist wie eine Ratte auf der Mülldeponie! Lustig. Der Gefangene verfügt über Kampferfahrung. Er ist bewaffnet. Da, das ist... Verdammte Scheiße, das gibt's doch nicht! Schon längst nicht mal da drüben, Jungs. Erledigt, Arschloch, ich komme. Waffe fallen lassen, ergib dich, los. So ein Feigling. Abschnitt durchsuchen, schnappen wir ihn uns. Ein Kampf Mann gegen Mann ist wohl zu viel für dich. Nö, nur zu langweilig. Ich will euch auch mal eine Chance geben. Deswegen mache ich es auf die Art. Wie er unter der Achsel Headshots aushält, das ist unfassbar. Da hat nicht immer noch einer. Ich hab schon einen Fehler gemacht, er hat mich immer noch nicht geschnappt. Ich bring die alle um. Wo ist der Hurensohn? Suchst du ein Flugzeug, Fischer? Komm her, ich lass dich fliegen. Juhu, Fliegi. Ich hab keine Zeit für diesen Scheiß. Komm raus. Ich schon, hab fürs Wochenende genug Zeit. Nicht da vorne hin. Du seist ein zäher Hund. Das ist erbärmlich. Du bist erbärmlich, Junge. Du glaubst doch nicht, dass du dich ewig vor mir verstecken kannst. Ach, kein Bock auf dich zu warten. Ja! Egal, war hier der Letzte. Sam, schlechte Neuigkeiten. Sarah geht's gut, aber ich muss euer Telefonat verschieben. Lass die Spielchen und ruf mich erst wieder an, wenn du meine Tochter am Apparat hast. Noch ein Stück. Er hat durch die ganze Kiste durchgeballert. Oh Mann. Wo bin ich bitte festgenagelt? Kein bisschen festgenagelt. Versteck mich doch gar nicht. Es ist nicht verstecken, wenn ihr genau weißt, wo ich bin.